Heute im knallharten Einsatz der Offroad-LKW von Jesse CAD mit dem Upgrade auf 2,2er Reifen. Die Performance, die schauen wir uns an. Das wird spannend. Aber was haben wir hier eigentlich vor uns? Wir sehen ein TRX4 Sportchassis, welches technisch unverändert geblieben ist. Die Karosserie, die schöne Doka, ist entstanden aus den 3D-Druckdateien von Jesse CAD. Im Übrigen genauso die Felgen. Die Felgen sind ebenfalls 3D gedruckt. Die Dateien dafür findest du ebenfalls bei Jesse CAD. Und damit wir diese großen 2,2er Reifen überhaupt fahren können, müssen an den Seiten die Floor Panels ausgetauscht werden. Und auch das findest du bei Jesse CAD. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach weiche Reifen aus China drauf, weil die vom Scale-Faktor einfach super passen. Und ich bin sowieso ein Fan von weichen Reifen. Ich habe die auch schon das ein oder andere Mal gesehen bei Leuten, die sich diese Datei heruntergeladen haben, und die passen einfach super zu dem Offroad-LKW. Deswegen habe ich mich dann auch für die Reifen entschieden. Lange geredet, jetzt geht es endlich los. Also vom Scale-Faktor lohnt sich das Upgrade auf 2,2er Räder in jedem Fall. Es ist beeindruckend, wie toll dieses Fahrzeug jetzt aussieht. Aber wie sieht's denn jetzt mit der Performance aus? Das schauen wir uns an. Das hier sieht schon mal vielversprechend aus. Eine sehr wichtige Info: die Felgen sind jetzt noch nicht aufgebleit, sondern ich wollte erst mal gucken, wie sieht es denn ohne Felgengewicht aus. Das dürfte auch noch mal einen deutlichen Unterschied machen, gerade wenn man nicht hier mit einer Lexanhaube fährt, sondern mit was Gedrucktem. Oh, das macht das schön. Diese Stelle ist wirklich hardcore. Da habe ich mal einen TRX6 drüber fahren sehen, aber ansonsten schaffen das nur ganz, ganz wenige. Und ich sage ehrlich, ich fahre auf Sicherheit. Ich möchte nicht, dass hier irgendwas kaputt geht. Dafür finde ich die Karo viel zu schön. Und wir sehen schon, ja, die Reifen, die sind sehr weich. Sie rutschen so ein bisschen. Aber muss er das schaffen? Also ich finde den Scale-Faktor alleine schon richtig gut. Ha, und hier habe ich einfach Angst, dass ich was kaputt fahre. Er könnte es schaffen. Wir versuchen es nochmal ein bisschen mehr hier von der Seite. Ich positioniere das Fahrzeug mal um. Aber es ist natürlich auch die Frage, will man sich das immer antun, diesen Nervenkitzel? Es könnte was kaputt gehen. Wenn doch mal was kaputt geht, dann kann man zum Glück immer noch sagen, hey, weißt du was? Ich druck mir das Teil nach. Das ist ja der Vorteil am 3D-Druck, dass man sich kostengünstig Ersatzteile holen kann. Und jetzt nehme ich mal die Hand mit dazu. Das mache ich normalerweise nicht in Videos, weil ich das unschön finde. Aber wir gucken mal, ob er es irgendwie packt. Also ja, er schafft es, aber... Also die Räder können es, aber ich glaube, ich kann es mit dem Gewissen nicht so vereinbaren. Ich habe minimal geholfen. Ich habe eigentlich nur so ein bisschen versucht, dass er nicht kippt. Also wenn man da nochmal mit Gewicht arbeitet, dürfte das auch nochmal besser aussehen. Wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht getan. Und ich gebe auch zu, ich bin auch ehrlich gesagt eine Schissbuchse. Und wenn man das hier auch ein bisschen länger versucht, dann kommt man sicherlich auch ohne Hand ganz nach oben. Ehrlich gesagt fühle ich mich hier da viel, viel wohler. Leichtes Gelände, und hier kommt der Scale-Faktor einfach nochmal durch. Und guck mal, wie schön der sich hier in die Natur integriert. Und die Räder, es passt einfach super zusammen. Klasse. Es geht bergauf, unsere erste flache Steigung hier mal mit nur so ein bisschen Geröll. Und ja, da sehen wir natürlich, dass die Reifen bös weich sind. Da neigt er sich schon, aber... Das ist natürlich den China-Reifen geschuldet. Da kann man auch durchaus was anderes nehmen, wenn man jetzt weniger Wert auf die Scale-Optik setzt und mehr Wert auf die Performance. An diesem Berg wird es für mich zu Fuß schon schwierig. Da habe ich ganz arge Probleme. Aber ich glaube, der Offroad-LKW hier, der sieht das ganz anders. Ach, wir haben keinen Schlupf. Also weiche Reifen haben immer Vor- und Nachteile. Ich bin ein Fan von weichen Reifen, aber man muss natürlich auch einfach wissen, dass sie gerade, wenn das Fahrzeug in eine Schräglage kommt, dass es dann schneller kippen kann. Und
auch beim Lenken, dass wir den Reifen sehr, sehr stark überfahren, bleibt oftmals nicht aus. Nichtsdestotrotz finde ich das klasse. Und schau mal, ich habe jetzt hier die Hand vom Gaspedal mal runtergenommen und ganz langsam arbeitet sich der Dicke hier runter, hat da gar keine Probleme, kaum Schlupf. Ja, das läuft doch fantastisch, das ist doch super. Auch wenn man es jetzt kaum noch sehen kann, weil die Natur hier wirklich alles gibt und richtig zuwuchert. Hier schauen wir uns dann mal an, was kann er denn so in der Seitenneigung und wann kippt er denn? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das möchte ich nicht ausreizen. Minimal würde wahrscheinlich noch gehen, aber ich möchte auch einfach nichts kaputt machen. Auch wenn man die Teile sehr, sehr kostengünstig nachdrucken kann, bin ich da kein Fan von. Die weichen China-Reifen zeigen jetzt natürlich, dass sie auch in der Seitenstabilität nicht die besten sind. Da muss man sich wirklich überlegen, was ist mir wichtig? Gehe ich jetzt wirklich in so hartes Gelände und prügel ich den wirklich so über Steine? Muss das sein? Oder konzentriere ich mich mehr auf den Scale-Faktor? Und ich finde hier den Scale-Faktor einfach wichtiger. Wenn ich so ganz krasse Sachen machen möchte, dann reicht mir da auch eine Lexan-Haube. Aber die 2-2er-Räder haben auf jeden Fall gleich noch ihre Chance, sich mal so richtig zu beweisen. Nämlich beim Thema Bodenfreiheit. Die sieht jetzt natürlich deutlich anders aus. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Zunächst nämlich eine sehr, sehr knifflige Stelle. Hier kommen nur die wenigsten hoch. Und die Originalräder von Traxxas, die sind ja schon gut, das muss man einfach sagen. Und ich möchte ihn auch nicht kaputt fahren. Wir schauen mal ganz vorsichtig. Also die Reifen, oh. Die Reifen, die haften hier gut dran. Ich gehe mal dahin. Ich habe Angst, dass hier was kaputt fällt. Deswegen mal so ein bisschen seitliche Unterstützung für den Notfall. Aber schau mal, schau mal. Ha, das musst du sehen. Es ist kameratechnisch ganz schwierig einzufangen, aber hier der super weiche Reifen, hier wieder seine Vorteile, denn hier gräbt er sich wirklich an diesem Stein fest, er umklammert ihn förmlich. Ah, und wir fahren vorsichtig, er fängt vorne leicht an zu kippen, da müssten wir mit Gewicht arbeiten, aber das sieht schon mal deutlich, deutlich besser aus als mit den Originalrädern. Es hat also auch Vorteile. Ich unterstütze hier ein bisschen mit der Hand, damit er nicht kippt und den Rest. Den wird er wahrscheinlich so schon schaffen. So, wir schauen uns das hier mal schön an. Guck mal hier, eine wirklich sehr, sehr schwierige Stelle. Ich hoffe, man kriegt es so ein bisschen eingefangen. Ha! Ha! Geil, das hätte er so, glaube ich, nicht geschafft mit der Originalbereifung. Weiterer Vorteil jetzt mit den 2-2er-Reifen. Wir haben noch mal deutlich mehr Bodenfreiheit. Ha, guck mal hier, da sieht man den weichen Reifen. Er umschließt hier oben so ein bisschen die Kante. Ha, okay, wir setzen auf. An der Bodenfreiheit des Chassis können wir natürlich nicht viel machen, das ist ganz klar. Irgendwo ist der Rampenwinkel auch begrenzt, aber das kriegen wir doch hin. Komm, komm. Ah, guck dir mal hinten die Reifen an. Guck mal. Ha, zack, und da umschließt da auch wieder der schöne weiche Reifen. Also ich finde, weiche Reifen haben nicht immer einen Nachteil, im Gegenteil. Jetzt hat er sich doch so gut angestellt, dann dürfte das hier doch ein Klacks sein. Na, das sehen wir erstmal. Wir schauen mal. Wir nehmen jetzt mal hier mit Absicht hier vorne so einen etwas größeren Stein noch mit. Ha, und dieser weiche Reifen, ich finde, das sieht auch einfach geil aus, wenn man sich das anschaut. Hier schleift nichts, auch der Auspuff nicht. Können wir mal so ein bisschen drauf stehen bleiben. Fantastisch, ganz entspannt weiterfahren. Richtig, richtig gut. Was genau bringt mir denn das Upgrade auf die 2-2er Reifen eigentlich? Das Wichtigste ist für mich die Scale-Optik. Das Fahrzeug sieht deutlich stimmiger aus und auch die Form der Felgen passt super zu diesem Offroad-LKW. Es sieht einfach richtig aus. Die vorherigen Felgen vom TRX4 Sport, die Räder, die funktionieren wirklich sehr gut, passen optisch aber nicht so. Das ist also vom Scale-Faktor wirklich eine deutliche Verbesserung. Des Weiteren hast du bei 3D gedruckt
roten Felgen natürlich den Vorteil, dass du diese in deiner Wunschfarbe drucken kannst und dementsprechend Kratzer gar nicht so stark zu erkennen sind, weil der Kunststoff einfach durchgefärbt ist. Auch die Floorpanels an den Seiten machen hier auf jeden Fall Sinn, denn das normale TRX4 Sportchassis kannst du gar nicht mit zwei Zweierreifen fahren. Das würde alles schleifen und das tut es hier in keinem Fall. Auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt, warum man sich dafür entscheiden sollte. Bei den Reifen bleibt es ganz dir überlassen, ob du so wie ich jetzt hier in China Reifen bestellst und die wirklich sehr, sehr weich sind. Ich persönlich mag sowas ja, auch wenn diese wie gesehen Vor- und Nachteile haben. Da musst du für dich einfach schauen, möchtest du mehr in Richtung Scale gehen oder möchtest du mehr in Richtung Performance. Ich habe mich für Scale entschieden und die Performance, die hat mich tatsächlich überrascht, weil dieser schöne weiche Reifen an der einen oder anderen Stelle eine wirklich sehr gute Figur gemacht hat. Natürlich ist es so, wenn der Lenkeinschlag sehr stark ist oder das Fahrzeug sehr stark geneigt wird, dass der Seitenhalt nicht mehr so gegeben ist, aber da muss man wirklich mit seinem ganz persönlichen Fahrprofil schauen, was brauche ich da? Was hältst du davon? Würdest du das Upgrade machen? Und in welcher Farbe würdest du dir eigentlich die Felgen drucken? Das schreib doch jetzt mal in die Kommentare. Bis dahin, ciao!